Hallo Freunde Videospiele und willkommen zu einer weiteren Folge von Sammler aufgepasst. Ich bin der Gamebreak und heute erzähle ich euch was über Limited Run Games. Und Limited Run Games ist ähnlich wie Super Rare Games. Sie nehmen Indie-Spiele, die es nur digital gibt, und packen die auf Disc oder auf Cartridge, wie auch immer, also auf ein physikalisches Medium. Und dazu muss ich sagen, dass Limited Run Games tatsächlich für mich die erste Firma war, die ich so kennengelernt habe. Also Super Rare Games war tatsächlich die zweite. Aber ich habe die als erstes Video genommen, weil ich einfach gerade frisch was bekommen hatte von denen. Über die Monate habe ich schon öfter bei Limited Run Games gekauft. Ich habe hier so einen kleinen Stapel. Man sieht viel Vita, ein bisschen PS4. Und mittlerweile machen die auch Switch-Spiele. Also das sind so die drei Spiele, die die derzeit machen. Die drei Plattformen, die Spiele. Und ja, man sieht vielleicht auch, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, die sind alle noch original verpackt. Ich habe die über die Monate gekauft, ich habe noch ein paar neue bestellt und habe die nie aufgemacht. Und ich meine, in manchen ist sogar ein bisschen mehr drin als nur das Cartridge, also oder eine Disc. Ich glaube, da sind auch Anleitungen und sowas drin. Deswegen dachte ich mir, ich mache ein Video. Ich wollte euch eh die nächste Firma zeigen und das ist in dem Fall Limited Run Games. Und wollte euch einfach zeigen, was man alles so Schönes bekommt, wenn man bei denen bestellt. Und ja, wir gehen wieder mal zum Tisch. Ich brauche mal einen Namen für den Tisch. Aber gut, dann machen wir ein kleines Unboxing. Das Einzige, was ich noch vorher mache, ich mache die ganze Folie ab, damit ich das nicht gleich nochmal euch zeigen muss und damit ihr das Geräusch nicht jedes Mal hört bei den ganzen Spielen. Deswegen, wir sehen uns am Tisch. Ja, und da sind wir beim schönen Tisch. Der Tisch, der mir sehr gut gefällt mittlerweile. Und ja, ich fange direkt mal an mit dem ersten Spiel, was ich von Limited Run Games mir gekauft habe. Und das war Shadow Complex Remastered, ein Exclusive-Spiel für die 360 damals, also für Xbox Live Arcade. Und mittlerweile gibt es das ja auch für Xbox One und PS4 als Remastered. Und ja, dann gab es eine Physical-Version von Limited Run Games. Und das war auch das Spiel, woher ich sie kennengelernt habe, die Firma. Also vorher kannte ich sie nicht, weil man sieht auch, das ist da Nummer 17. Also sie haben 16 Spiele vorher gemacht, bevor ich sie entdeckt habe. Ist sehr interessant auf jeden Fall. Ich mochte Shadow Complex sehr, sehr, sehr. Deswegen habe ich es quasi jetzt dreimal. Also für Xbox One habe ich es, für PS4 und für die 360 damals noch. Einfach weil es ein sehr gutes Spiel ist, kann ich nur empfehlen für alle Leute, die so Spiele wie Super Metroid mochten. Sehr, sehr gut gemachtes Metroidvania-Spiel. Aber ja, ich mache hier kein Review, sondern will euch nur zeigen, was es gibt bei Limited Run Games oder was ich habe. Und ja, wie gesagt, eines meiner ersten Spiele. Zu jedem Spiel gab es damals noch Sticker, eine Postkarte. Und die Postkarte ist auch sehr interessant, weil sie auf der Rückseite quasi so eine Checkliste hat. Damals, wie gesagt, gab es noch nicht so viele Spiele und das erste Spiel war tatsächlich ein Vita-Spiel, womit die angefangen haben. Also auf jeden Fall sehr kunterbunt, deren Auswahl von Spielen. Wie gesagt, das meiste Indie-Spiele und dann haben wir hier noch so eine, ja, so ein kleines Leaflet, wo nicht wirklich was drin steht. Ist im Prinzip besser als gar nichts. Kriegt man wenigstens mit. Man merkt auch, der Sticker versucht auch so den Stil vom Spiel nachzuempfinden. Finde ich sehr cool, weil das werden wir gleich sehen bei den anderen Stickern. Die sehen alle immer ein bisschen anders aus. Also das Motiv ist natürlich immer dasselbe, aber die Farben sind anders. Als nächstes haben wir ein Vita-Spiel. Gigant, keine Ahnung. Und was sehr cool ist, einmal hier steht ganz klar kompatibel mit PlayStation TV, also falls ihr keine Vita habt, aber das Spiel spielen wollt, könnt ihr euch PlayStation TV kaufen. Das kostet mittlerweile gar nicht mehr viel, habe ich mir letztens auch oder vor einem Jahr auf eBay gekauft, also etwa 30 Euro neu gekostet. Deswegen schaut mal, lohnt sich auf jeden Fall, weil es echt gute Vita Exclusives gibt, das ist eins davon. Hier sehen wir aber auch, dass es kein Indie-Game, weil es von Bandai ist. Das gibt es online im PSN Store. Kostet aber auch 40 Euro mindestens, also wenn es nicht im Sale ist, kostet es so um die 40 Euro. Was ich zu teuer fand für ein Spiel im PSN Store, wo ich keine Disc habe oder Cartridge in dem Fall. Und in Japan gab es halt eine Packung, aber die war komplett auf Japanisch. Hier haben wir natürlich die englische Version, die ist komplett auf Englisch übersetzt worden. Und die Synchronisation ist natürlich immer noch auf Japanisch. Das ist genau dieselbe Version, die es im PSN Store gibt, nur jetzt auf dem Cartridge. Sehen wir auch hier Cartridge, leider hier nichts drin, nicht mal ein kleines Blättchen oder sowas. Sehr cooles Spiel und ich war sehr froh, dass das gekommen ist auf dem Cartridge. Kann ich empfehlen, sehr Anime. Cooles JRPG, hier auch gibt es eine Postkarte. Und da sehen wir direkt, boom, dass es ein paar mehr Spiele geworden sind, weil der Sprung ist quasi... Das ist die Nummer, wo steht es denn? Nummer 50. Das andere war die 17.
Also sind ein paar Spiele dazugekommen, da sieht man immer so die letzten Spiele, die aktuellsten Spiele. Und auch wieder ein Sticker, wo man wieder sieht, die Farben versuchen wieder ein bisschen das Logo zu kopieren. Finde ich sehr cool, nette Ideen, leider machen sie das nicht mehr. Kann ich aber auch verstehen, ist wahrscheinlich auch mal aufwendig, das zu machen. Als nächstes haben wir Broken Age. Kennt man ja, das Click-and-Point-Adventure gibt es ja auch für alle Konsolen mittlerweile. Und ja, das ist die einzige Physical-Version, die es so gibt. Habe ich mir einfach mal gekauft, weil ich das Spiel eigentlich ganz cool fand. Und für die Vita, so on the go, so ein Click-and-Point-Adventure ist ja eigentlich ganz cool. Gibt es sonst, ich meine, die Kickstarter-Leute haben auch eine Physical bekommen, aber nur für den PC. So eine Big-Box-Version, glaube ich. Sehr cool, auch hier nichts drin außer dem Cartridge. Und auch wieder Sticker und Postkarte wieder versucht. So ein bisschen, ich weiß auch nicht, naja. Naja, wir haben es probiert. Und hier sehen wir auch wieder eine Menge Spiele. Das waren so die aktuellen Spiele zu der Zeit. Fibri zum Beispiel habe ich leider verpasst. Für auch ein sehr cooles Spiel. Aber ja, das ist das Problem bei der Firma. Man konnte die immer freitags vorbestellen, was heißt vorbestellen, kaufen die Spiele. Das war quasi eine Art Vorbestellung, weil es dann mal eine Woche später erst geliefert wurde. Aber man konnte die dann immer freitags haben die das gemacht und es gab immer zwei Zeitpunkte, wo die Lieferung quasi haben. Diese Lieferungen waren immer so 2.000 bis 5.000 Stück gibt es pro Spiel und die machen dann immer so die ersten, ich sag mal, 50% gibt es dann um 16 Uhr, also unsere Zeit. Bei denen ist das dann irgendwo 9 Uhr morgens oder sowas in Amerika, ist dann bei uns ungefähr 16 Uhr gewesen. Da konnte man die erste Fuhre quasi bestellen. Wenn man da keine bekommen hat, musste man auf der zweiten warten, die war meistens dann so um 20. Ich glaube, um 22 Uhr war dann die nächste. Also 6 Stunden später im Prinzip. Und wenn man die dann nicht bekommen, waren die weg. Ein blödes System für uns Europäer, weil man musste echt sich einen Wecker stellen, dass man es nicht verpasst. Wenn man gerade 16 Uhr, wenn man gerade arbeitet, war es ein bisschen blöd. 22 Uhr könnte man schon verpasst haben. Deswegen war das auch blöd. Das System gibt es glücklicherweise nicht mehr ganz. Also Switch-Spiele auf jeden Fall machen jetzt Pre-Order. Bei den anderen Spielen muss man leider immer noch so ein bisschen, aber das ganze System ist ein bisschen besser geworden, man hat ein bisschen mehr Zeit. Die Dinger werden nicht so schnell ausverkauft, wie sie früher waren, also man hat deutlich mehr Zeit, die Sachen zu bestellen. Ist alles besser geworden für uns vor allem, weil wir die Zeitzone nicht haben. Und wie gesagt, ich habe ein paar Spiele verpasst, das ich sehr schade finde, aber das Spiel zum Beispiel, Ys Origin, auch sehr coole Serie, Ys, kann ich auch nur empfehlen, wenn man japanische Actionspiele mag. Oder japanische Action-RPGs, das ist ja kein Action-Spiel à la Devil May Cry, sondern ein Action-RPG. Sehr lange Serie gibt es schon, boah, keine Ahnung, seit der Super Nintendo-Zeit gibt es die auf jeden Fall schon, also in Japan. Ich glaube sogar TurboGrafx war sogar eines der ersten Teile, aber ist jetzt hier nicht so bekannt gewesen. Habe ich auf der PSP gespielt, ein paar Teile, da gab es zwei, meine ich, in Amerika aber auch. Und fand ich sehr cool, deswegen habe ich mich sehr gefreut. Sehr coole Musik haben die Spiele. Mittlerweile gibt es ja den 7. Teil für die Switch und die PS4 und den PC. Und ja, coole Serie. Deswegen war ich auch sehr happy, das als als physikalisches Medium zu bekommen. Und wie gesagt, die Vita mag ich eigentlich sehr als Handheld. Ist eine ganz coole Konsole. Deswegen lohnt sich da auf jeden Fall ein bisschen, die Spiele zu spielen. Aber hier seht ihr, habe ich keine Karte und keinen Sticker, weil dieses Spiel habe ich nicht normal bestellt. Letzten Jahres am Ende haben sie einen Lagerverkauf gemacht quasi und da hatten die noch ein paar Kopien von Ys Origin und dadurch habe ich das bekommen. Also es kann sein, dass ein paar Sachen, die man verpasst hat, quasi am Ende des Jahres nochmal kaufen kann. Ich weiß nicht, ob sie dieses Jahr auch wieder machen, aber das zeigt auf jeden Fall, die bestellen immer ein paar mehr Versionen, als sie verkaufen, weil sie auch ein paar Versionen brauchen, falls die in der Post verloren gegangen sind, dass man die nachschicken kann oder falls sie kaputt sind oder sowas. Deswegen haben sie auch selbst gesagt, sie haben immer ein paar mehr Versionen noch für die Hinterhand und am Ende des Jahres machen die meistens einen Lagerverkauf. Und deswegen habe ich das bekommen und dann kriegt man natürlich keine Karte und keine Sticker mehr, weil die gibt es halt nicht mehr, aber das Spiel gibt es wenigstens noch. Deswegen habe ich das noch bekommen, war ich sehr glücklich. Leider waren die anderen Sachen, die ich verpasst habe, wie Fury zum Beispiel, nicht mehr dabei. Fand ich sehr schade, aber hey, man kann nicht alles haben. Deswegen war es schon mal cool, dass ich die bekommen habe. Dann als nächstes haben wir Steam World Heist. Falls ihr das Spiel kennt, gibt es auch für die PS4 und die Wii U in der Steam World Collection als Disc sogar in dem Fall. Aber für die Vita gab es das nur bei Limited Run Games. Deswegen sieht man auf jeden Fall, die nehmen auch Spiele, die
quasi eigentlich schon für andere Konsolen oder für andere Plattformen schon mal gab als Disc oder als physikalisches Medium und bringst dann trotzdem noch raus. Also die Vita-Version ist exklusiv von Limited Run Games, die PS4 und die Wii U-Version kann man ganz normal im Laden kaufen mittlerweile. Und es ist ein sehr cooles Spiel, kann ich empfehlen, wenn ihr eine PS4 habt oder eine Wii U sogar noch. Für die Switch gibt es das mittlerweile, glaube ich, auch. Also es ist ein sehr cooles Spiel. Ich hoffe, die bringen auch nochmal eine physikalische Version von der Switch raus. Die würde ich mir tatsächlich nochmal kaufen, weil ich mag das Spiel sehr. Das ist so ein 2D XCOM, also wenn ihr XCOM kennt. Und hier hat sich auch was geändert. Es gibt keine Postkarten mehr und keine Sticker leider. Aber das ist die neue Ära der, der Limited Run Games Spiele. Und jetzt gibt es immer so Karten. Ähnlich wie bei Super Rare Games gibt es so Sammelkarten dazu. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, dass es immer nur ein Motiv gibt. Es gibt aber seltene Karten. Also die haben dann einen goldenen Rand, habe ich schon mal gesehen. Da gibt es immer ein paar, die kann man bekommen. Und hier sieht man die Anzahl der insgesamt. Also es ist die 31. Karte seit Limited Run Games. Und die sind halt viel, viel dicker als die von Super Rare Games. Weil die von Super Rare Games fühlen sich eher an wie so Magic-Karten, als wenn man damit spielen könnte. Deswegen gibt es aber auch immer 5 und hier gibt es immer nur eine. So viel ich weiß, ich bin mir nicht sicher, vielleicht gibt es auch mehr als eine, aber ich meine, es gibt immer nur eine, weil wegen den Zahlen her. Aber ja, also ein Motiv meine ich. Ne? Aber trotzdem, die sind sehr, sehr cool, es ist sehr nett und das ist jetzt immer, was ich auch geändert habe, ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, jetzt stehen hier ESRB-Wertungen dabei. Das war bei den anderen Spielen, die ich vorhin gezeigt habe, nicht so. Das hat sich halt geändert, also das ist so die neue Generation von Limited Run, das ist so die alte, deswegen waren da noch Sticker und sowas dabei. Das mussten sie ändern, das hat sich halt geändert in Amerika, dass Spiele immer dieses Zeichen drauf haben müssen. Das ist halt einfach so, mich stört es jetzt nicht so sehr, es ist halt nicht so krass wie die USK-Zeichen, die ja so riesig sind, sondern es sind so schöne kleine, deswegen ist es nicht so schlimm. Aber ja, es muss halt leider drauf, das ist Gesetz in Amerika, dementsprechend machen die es. Übrigens, die haben auch hier alle Spiele, haben hier auch nochmal so eine Zeichnung für Sammler quasi. Also 38 steht hier. Ich glaube, das bedeutet Vita 38, das ist das 38. Vita-Spiel. Wenn ich das so, ja, könnte hinkommen, weil das ist die 33. Ja, weil hinten steht dann nochmal die Haupt, ist dann 95 in dem Fall. Und ich lasse das Spiel mal hier, weil direkt dazu habe ich mir auch SteamWorld Dig gekauft. Auch ein Spiel, das wie gesagt in der SteamWorld Collection drin war. Die beiden Spiele gibt es da drin für PS4 und Wii U. Und sonst gibt es sie natürlich auch für Xbox One, gibt es beide Spiele auch, aber nur digital. Für den PC gibt es sie natürlich auch digital, das ist einfach nur physikalisch, gibt es sie halt auch für die Wii U und für die PS4. Und sehr, sehr gutes Spiel. Das Spiel habe ich auf dem 3DS zum ersten Mal gespielt. Bin richtig süchtig geworden, weil das Spiel einfach richtig geil ist. Ich konnte echt nicht aufhören zu spielen. Ich habe es echt in einem Abend quasi durchgespielt, weil ich so fasziniert war von dem Spielprinzip. Gibt es auch mittlerweile eine Fortsetzung, wo genau dasselbe mit mir passiert ist, weil ich das einfach irgendwie sehr, sehr cool finde, das Spiel. So ein Action-Plattformer, wo man so ein bisschen, sag ich mal, Geld sammeln muss, um besser zu werden, neues Equipment zu kaufen, um dann wieder weiter zu graben und sowas. Ist sehr cool. Auch hier gibt es wieder eine Karte. Den guten Rusty. Also es ist ein sehr, sehr cooles Spiel, kann ich nur empfehlen. Auch den zweiten Teil kann ich sehr, sehr empfehlen. Gibt es auch mittlerweile für Switch und PS4. Aber ja, doch, den zweiten gibt es auch physikalisch für die Switch auf jeden Fall. Bei der PS4 bin ich mir nicht sicher. Und ja, sehr coole Spiele. Wie gesagt, auch hier keine Karten, weil die neuen Spieler haben jetzt alle keine Karten mehr und keine Sticker mehr. Dann haben wir noch La Mulana EX. Oder einfach nur X. Ist das ein EX? Nein, das ist ein EX. Sehr cooles Spiel, kannte ich überhaupt nicht, ist schon was älter, das Spiel, also bevor es das für die Vita oder allgemein für die Konsolen gab, es auf dem PC, ist schon was länger bekannt, ist so ein kleiner Indie, wie soll man sagen, ein Schätzchen, ähnlich wie Cave Story, was ja auch sehr lange als Indie-Titel bekannt war, aber dann so Mainstream erst recht spät wurde. Sehr cool, so ein bisschen Indiana Jones-like, ist ein sehr cooles Metroidvania-ähnliches Spiel, fand ich sehr cool, ich finde das Artwork sehr cool, also deswegen brauchte ich das Spiel einfach. Das gab es mal umsonst bei PSN Plus, also es kann sein, dass ihr das mal gespielt habt, für die Vita auf jeden Fall. Und ja, da habe ich es einmal angetestet und fand das echt gut, dann habe ich mich gefreut, als das als Medium kam, weil für einen Sammler ist das immer schön. Und dann kommen wir zum ersten Switch-Spiel. Das ist das allererste Switch-Spiel, was sie rausgebracht haben. Hier sieht man zum Beispiel nicht mehr, dass sie hier irgendwelche Zeichen drauf machen. Das ist nicht mehr die erste. Ich habe gehört angeblich, dass man das nicht mehr darf.
Also in Amerika ist es wohl nicht erlaubt, dass an der Seite eine Zahl stehen darf. Ich weiß nicht warum, vielleicht damit man nicht süchtig wird und alle kauft, weil man alle haben will. Aber die Zahlen stehen immer noch hier drauf. In dem Fall steht hier 1 drauf, weil für die Switch haben sie, wie gesagt, dieses neue System gemacht mit dem Pre-Ordern. Jetzt hat man immer, wenn man der Titel rauskommt oder angekündigt wird, hat man 2 Wochen Zeit. Also bis jetzt sind es 2 Wochen, das könnte sich natürlich ändern. Aber derzeit sind es 2 Wochen, hat man Zeit, das Spiel zu bestellen. Und dann, wenn es kommt, also das Spiel zum Beispiel, habe ich glaube ich im Juni bestellt und es kam erst jetzt vor kurzem. Also die Pre-Order-Aktion ist meistens immer Monate vorher. Dann hat man 2 Wochen Zeit, es zu bestellen. Und dann kriegt man es halt ungefähr einen Monat später. Ist unterschiedlich. Mittlerweile gibt es auch immer 2 Versionen von den Spielen. Also in dem Fall gab es die normale Standard, das ist die hier. Und es gab eine Collector's Edition. Die Collector's Edition ist nicht normal, sage ich mal, bestellbar wie die hier. Also dass man 2 Wochen Zeit hat und dann so viele wie bestellt werden, werden produziert. Plus ein paar Extras. Die Collector's Edition wird immer nur auf, ich glaube, 500 Stück oder 1000 Stück. Kommt immer auf die Stückzahl an. Reduziert und die kann man dann meistens auch nur in den ersten Tagen. Also wenn ihr... Kommt auf das Spiel an, aber ich denke mal so in den ersten Stunden werden die immer ausverkauft sein. Das sind dann meistens so große Boxen, die haben noch einen Soundtrack dabei, ein Artbook und was auch immer. Also die haben immer so ganz viel Krimskrams dabei, sind auch nicht so viel teurer. Also ich glaube, die hat jetzt, wenn ich mich recht erinnere, $30 und die Collection hätte $50 bis $55, also so etwa 20 Euro mehr und man kriegt ein bisschen mehr Zeugs. Ist ganz cool. Mir reicht meistens die Standard, kommt immer darauf an, was für ein Spiel es ist. So bei dem Spiel hat mir jetzt Standard gereicht. Man muss natürlich dazu sagen, die Spiele sind alle auf Englisch. Also auf jeden Fall auf Englisch, weil sie aus Amerika kommen natürlich. Aber ja, ist halt die Frage, welche Spiele auch eine deutsche Sprache haben. Also das heißt, wenn ihr nicht so gut Englisch könnt, könnte das natürlich ein Problem für euch sein. Ich sag mal, als Sammler möchte man das Spiel halt einfach haben, weil die Spiele werden auf jeden Fall was wert sein in der Zukunft, weil es sie halt nur in geringen Stückzahlen gibt. Und ja, auch hier wieder eine Karte natürlich. Bis jetzt habe ich leider noch keine von den sehr seltenen Karten bekommen. Also nicht, dass ich wüsste, wer weiß. Aber die sehen immer so recht simpel aus. Und ich meine, ich habe auf Twitter mal eine gesehen. Da steht das, glaube ich, drauf, dass es das eine seltene ist. Und hier haben wir sogar, oh mein Gott, ein Handbuch. Und das in der Collector's Edition ist ein größeres Handbuch dabei. Also ein richtiges DIN A4. Hier ist ja ein Handblättchen quasi hier. Und in Farbe, das habe ich auf jeden Fall gesehen. Aber wie gesagt, mir hat das vollkommen gereicht. Also als Standardversion. Was auch cool ist hier bei den Switch-Spielen, das mag ich auch sehr, diese Hintergründe, finde ich. Also ich finde das sehr gut, dass sie immer sowas machen. Weil viele PS4-Spiele oder jetzt hier sowas zum Beispiel, da kann man es nicht machen, weil es nicht durchsichtig ist. Aber selbst bei PS4-Spielen könnte man es machen. Aber in dem Fall haben sie es zum Beispiel nur weiß gelassen. Also manche Spiele machen das, manche nicht, manche haben Wendecover. Bei den Switch-Spielen bin ich echt begeistert, dass es bis jetzt eigentlich jedes so gemacht hat. Oder so gut wie jedes, macht irgendwas im Hintergrund und selbst wenn da nur irgendwas auf Japanisch steht. Finde ich sehr gut. Gefällt mir. Wie gesagt, ist das erste Spiel. Die haben mittlerweile ein paar mehr. Ich habe auch noch ein paar mehr bestellt. Die sind noch nicht gekommen, weil man die jetzt auch als Kombi-Versand machen kann, dass man mehrere auf einmal bestellen kann, damit das Porto nicht so teuer ist, weil das kommt halt aus Amerika und das ist das Porto halt ein bisschen teurer. Deswegen kann man da als Europäer sparen und sich quasi mehrere Spiele kaufen und dann denen sagen, hey, haltet die mal alle auf und wenn dann genug Spiele sind, dann schickt mir mal ein Paket. Deswegen kriege ich demnächst auch noch mehr Spiele von Limited Run Games, viele Switch-Spiele. Ich weiß gar nicht, ob ich irgendwas Vita... Es kann auch sein, dass ein paar Vita-Spiele dabei sind. Ich habe ein paar Sachen bei denen bestellt, deswegen werde ich noch ein zweites Video machen, um euch die dann auch zu zeigen, weil da auch eine Collector's Edition zum Beispiel dabei ist. Weil ich dachte mir, ich kaufe mir einmal so eine Collector's Edition, um einfach mal zu zeigen, was da so alles drin ist, also wie man sich das vorstellen kann, wenn man mehr bezahlt, was man da so bekommt. Und als letztes Spiel habe ich noch etwas Besonderes. Skullgirls Second Encore und ja, für die, die es nicht kennen, ist ein Indie-Prügelspiel-Fighting-Game im Stile von Marvel's Capcom 2, weil man halt 3 und 3 kämpfen kann, aber in dem Fall kann man sogar einen Charakter gegen 3 Leute, also man kann sich aussuchen, wie viele Leute man im Team haben will und dementsprechend wird das Balancing richtig gemacht, das heißt, wenn ich nur einen Charakter habe und ihr habt 3 Charaktere, ist dieser eine Charakter natürlich deutlich stärker, hat mehr Leben als die 3 einzelnen Charaktere. Ist sehr cool gemacht, der Stil ist sehr, sehr großartig, also ihr seht schon den Comic-Stil. Und ihr habt auch gerade schon gemerkt, dass ich das rausgezogen habe. Das Spiel ist ein bisschen besonders, also diese Version, die ich hier habe, weil das quasi hier ein Schuber dabei ist. Das ist quasi so eine Art Limited Edition, weil hier sehen wir quasi auch, welche Nummer von Limitierte ich habe. Wir sehen, dass es die 97 ist, trotzdem, also... Das bedeutet, ich weiß nicht, ich glaube, es gab nur 3000 davon und ich habe die Nummer 2528.
Also okay, weiß ich nicht. Und das war ein bisschen besonders, diese Version. Die war auch ein bisschen teurer, weil diese Version gab es nur, wenn bestimmte Anzahl von Pre-Ordern entstehen. Also bedeutet, sie brauchten mindestens, ich glaube, 3.000 oder 5.000. Ich bin mir nicht gerade sicher, wie viele es waren. Wenn es weniger Pre-Order gewesen wäre, gäbe es diese Version nicht. Weil sie hier auch zum Beispiel noch eine japanische Tonspur reingemacht haben. Zusätzlich, das steht nämlich auch extra drauf, dass es hier eine japanische Tonspur gibt. Die gibt es normal, nicht da, da. Genau, da steht es. Audio, Japanese Audio for the first time. Also die gab es vorher nicht. Und die haben dieses ganze Pre-Order-Aktion, haben sie quasi auch so ein bisschen als... ich sag mal, Crowdfunding benutzt. Das heißt, je mehr Pre-Orders es gab, desto mehr Bonus-Sachen gab es. Also der Schuber zum Beispiel war nicht als standardmäßig. Eigentlich sollte es nur das Spiel sein, das war's. Dadurch, dass genug Leute pre-ordert haben, ich weiß halt, wie gesagt, nicht die genaue Zahl, haben wir noch einen Schuber bekommen. Wir haben sogar extra Charaktere noch bekommen. Also hier ist, glaube ich, noch mindestens eine Charakter ist hier auf jeden Fall neu, den es vorher nicht gab. Auch für die digitale Version wird es natürlich gemacht, weil das Spiel gibt es auch für die 360. Da kommt es offiziell her, vom Xbox Live Arcade. Gibt es auch für die PS4. Und bei der Xbox One gibt es es nicht, aber das Spiel ist backwards-kompatibel, also könnt ihr die 360-Version auf der Xbox One spielen. Die ist fast identisch, auch wenn sie nicht Second Encore heißt, hat sie alle Charaktere, die die Version auch hat, drin. Das Einzige, was es nicht gibt, ist, glaube ich, der Tutorial-Modus. Der ist hier exklusiv quasi, also in der Second Encore. Aber das Spiel an sich mit den ganzen Balancing Passion ist gleich zur 360-Version. Oder ich meine, Balancing bin ich mir nicht 100% sicher, weil so gut kenne ich mich da jetzt nicht aus bei dem Spiel. Aber ich meine, die Patches sind quasi bis auf das Second Encore, war nur das Tutorial quasi, was dazu kam. Weil das Spiel ist schon was älter, deswegen gibt es da nicht mehr viele Patches oder es ist auch nichts mehr geplant. Wir sehen auch direkt eine sehr cool designte CD. Wie gesagt, das sind alles Sachen. Hier gab es noch Sticker, weil das noch eine der älteren Versionen ist. Ihr seht auch kein USK, kein ESRB. Der Sticker war noch dabei. Dann hatten wir aber trotzdem eine Karte. Also es war noch eine, das ist so eins der erste Spiele, wo man auch pre-ordern konnte. Da haben sie dieses erste Prinzip quasi gemacht. Deswegen ist das so, zwischen die Generationen kam dieses Spiel erst. Da haben wir hier so einen Lithograph, der aber durchsichtig ist. Also glaube ich, dass man sowas nennt. So ein bisschen dickere Folie. Sehr, sehr cool. Und ein farbiges, dickes Handbuch. Sehr, sehr cool. Hier natürlich schreiben sie halt, ne, Thank you nach dem Motto. Weil ohne die Leute gäbe es diese Version nicht. Also es gab für die Firma keine andere Version, keine andere Wahl, das physikalisch zu bekommen. Hier haben wir halt die Knöpfe und den Screen. Also so wie die alten vom Super Nintendo, Street Fighter oder sowas, da stehen auch sogar. Was sehr cool ist hier die ganzen Move, die Move-Listen, die Charaktere. Also sehr, sehr cool. Ich finde sowas toll. Und das sie zum Beispiel ist, glaube ich, ein extra Charakter. Diese Mecha und sie. Das sind, glaube ich, diese zwei letzten Charaktere, die hier. Die sind, meine ich, exklusiv gewesen, nur für. Also, die sind nur gekommen wegen dem Pre-Order. Also, deswegen sage ich halt, das war so ein bisschen Crowdfunding, um halt dann auch die Sachen zu patchen. Weil die auch am Anfang Crowdfunding gemacht haben. Das Spiel an sich war kein Crowdfunding-Spiel. Hier sehen wir auch, wir haben einen Wendecover sogar. Also man kann sich ja sogar aussuchen, welche Seite man haben will, was ich sehr cool finde. Sehr cooles Spiel, kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, kauft es euch. Kostet nicht viel, gibt es für PS4 und für die Xbox 360. Kann man auf der Xbox One auch spielen und für den PC gibt es das Ganze natürlich auch. Wenn ihr Fighting Games mögt, vor allem sehr, sehr geile Animationen. Und das Spiel hat halt wirklich viel bekommen durch Crowdfunding. Also ein paar Charaktere wurden gecrowdfundet. Durch diese Version wurde gecrowdfundet und jetzt gibt es noch mehr Charaktere. Mittlerweile ist der Entwickler natürlich zum nächsten Spiel gegangen, was auch sehr, sehr cool ist und auch über Crowdfunding gemacht wird. Wo es auch eine physikalische Version geben wird von Limited Run Games, die kümmern sich darum. Also die Firma Limited Run Games ist schon richtig gut, die expandieren auch viel, dass sie jetzt auch viel mit Kickstarter machen und dann quasi anderen Indies versuchen zu helfen, um eine physikalische Version zu machen, was sehr cool ist. Deswegen mag ich Limited Run Games, ist meine erste Firma, die ich kenne, also Super Rare Games. Habe ich ja gesagt, kannte ich erst jetzt. Ich habe noch ein paar Videos und ein paar Spiele von anderen, die sowas ähnliches machen, habe ich noch, die ich euch zeige. Und ich versuche, das sind keine Promotion, muss ich dazu sagen. Ich kriege nichts dafür. Ich sage einfach nur für euch Sammler, guckt euch die an. Sind ein paar interessante Spiele dabei. Und ja, ich freue mich immer, anderen Sammlern zu helfen. Deswegen mache ich diese Videos und macht mir halt Spaß.
Von daher, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr konntet wieder was Neues dazulernen und eure Portemonnaie weint schon, weil das ganze Geld schon rausgesogen wird, weil ihr auf der Seite schon kräftig am Kaufen seid. Deswegen, ja, ein Like ist immer nett und wir sehen uns im nächsten Video. Danke, tschüss!